Die Menschen sprechen mittlerweile von Offenbarung als etwas, was vor langer Zeit gegeben und dann abgeschafft wurde. Als sei Gott tot. Das Amt eines wahren Lehrers ist es, uns zu zeigen, dass Gott ist, nicht wahr. Dass er spricht, nicht sprach. Neue Offenbarungen wurden niemals dringender gebraucht als jetzt. Ralph Waldo Emerson, 15. Juli 1838. Brauchen, Vater. Ich konnte dich nicht allein 4000 Meilen reisen lassen. Du hast diesen Mann noch nie gesehen. Ich muss ihn nicht sehen, um zu wissen, dass er ein Prophet ist. All seiner Kinder. Er hat ihre Errettung möglich gemacht. Ich bin dazu berufen, zu bezeugen, dass Christus unser Erlöser ist. Für ihn ist jede Seele kostbar. Darum ist dieses Werk so wichtig. Verliert nie den Mut, Brüder. Joseph? Der Gouverneur besteht darauf, dass wir nach Carthage kommen. Hiram, wenn wir nach Carthage gehen, kommen wir nicht lebendig wieder. Also, was machen wir? Wie kannst du so sicher sein, dass dieser Mann ein Prophet ist? Ich habe seine Worte gelesen. Und ich habe um Erkenntnis gebetet. Wir sind noch 3 Tage unterwegs, Vater. Lies über ihn. Tu es auch. Ich nehme es niemandem übel, der meine Geschichte nicht glaubt. Hätte ich es nicht selbst erlebt, würde ich es auch nicht glauben. Nein! Das lasse ich nicht zu. Nehmen Sie Vernunft an, Mrs. Smith. Was für ein Leben hätte er dann? Der Knochen und das Gewebe sind entzündet. Das kann vorkommen nach einer Typhusinfektion. Wenn wir das Bein nicht abnehmen, breitet sich die Infektion weiter aus. Es muss doch auch anders gehen. Nun, es gibt da eine weitere Möglichkeit. Es ist ein schwieriger und unerprobter Eingriff. Mit einer Pinzette entfernen wir das befallene Gewebe und... Was wollen Sie machen, Alvin? Hab keine Angst, Joseph. Gott passt auf dich auf. Wenn ich das Mutter zusehe. Lucy. Er will nicht, dass du dabei zusiehst. Joseph. Ja.
Was ich durchgemacht habe, erscheint mir nur gering. Uns wurde beigebracht, Gott zu vertrauen und immer füreinander da zu sein. Elvin, wir brauchen Nachschub. Sofort, Mutter. Elvin war mein ältester Bruder. Für mich war er ein Held. Noch zwei, Joseph. Auch mein Bruder Hiram. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja. Du empfindest was für sie, oder? Schon sehr früh machte ich mir Gedanken, was wohl aus meiner Seele werden wird. Aber wie sich Gott den Plan der Erlösung gedacht hatte, war zur damaligen Zeit kaum bekannt. Sie scheinen ein gottesfürchtiger Mann zu sein, aber ich sehe Sie nie mit Ihrer Familie in meiner Kirche. Ich habe den Eindruck, dass heutzutage zu viel von Gottes Furcht die Rede ist. Aber kaum von Gott Vertrauen. Sie machen es mir nicht leicht, Mr. Smith. Ist nicht meine Absicht. Ich mache mir nur Sorgen um ihr Heil. Das ist alles. Meint die Rasse, spricht der Herr. Höret auf ihn, sonst zieht ihr seinen Grimm auf euch. Bist du erlöst? Wer kann erlöst werden? Gott hat schon lange, noch ehe es diese Welt gab, beschlossen, wer erlöst wird und wer nicht. Das ist unumstößlich, aber geht in euch und findet heraus, ob ihr erwählt seid. Alvin, hast du schon mal überlegt, was man tun muss, um erlöst zu werden? Du denkst zu viel nach, kleiner Bruder. Ja, aber ich muss es wissen. Wenn du dich mit falschen Lehren befasst und einer schlechten Kirche beitrittst, steht dir ein Leben voll Kälte und Finsternis bevor, mein Junge, weißt du? In dieser Zeit wurde mein Sinn von ernstem Nachdenken und innerer Unruhe bewegt. Ich beschloss, die Sache eingehender zu prüfen. Bittet, dann wird euch gegeben. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Na los, zieh sofort! Schaut euch das an. Darum müssen wir umkehren und uns taufen lassen. Ist dir klar, dass Elvin nicht getauft ist? Und du auch nicht? Weißt du, ohne Taufe könnt ihr nicht erlöst werden. Oft fragte ich mich, was ist da zu tun? Woher soll ich es wissen? Eines Tages las ich im Jakobusbrief: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Diese Worte drangen mit großer Kraft in mein Herz. Immer wieder dachte ich darüber nach,
Endlich kam ich zu dem Schluss, dass ich das tun müsse, was Jakobus sagt, nämlich Gott bitten. Es war an einem strahlend schönen Morgen in den ersten Frühlingstagen 1820. Ich kniete nieder und fing an, Gott die Wünsche meines Herzens vorzutragen. Säule aus Licht. Ich sah zwei Gestalten. Eine von ihnen redete mich an. Joseph, dies ist mein geliebter Sohn. Ihn höre. Ich bin Jesus Christus. Ich sah Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Sie sprachen tatsächlich zu mir. Ich wusste es. Und ich wusste, dass Gott es wusste. Ich konnte es nicht leugnen. In der Vision wurde mir gesagt, ich solle mich keiner Kirche anschließen. Doch die Fülle des Evangeliums solle bald wiederhergestellt werden. Danke für deine Hilfe, Joseph. Aber du musst auch mich verstehen. So etwas wie Visionen oder Offenbarungen gibt es heute nicht mehr. Allem das hat mit den Aposteln aufgehört und das wird es auch nie wieder geben, glaube mir. Ach, sprich besser mit niemandem darüber. Du handelst dir sonst nur Ärger ein. Wen nennst du hier? Alt, ha? Huh? Pass auf, leg dich nicht mit mir an! Ich werd's dir zeigen, vor dir habe ich keine Angst! Auseinander! Das geht dich nichts an, Smith. Kümmere dich lieber um deinen Bruder. Hey, Joseph! Mal wieder eine Vision gehabt? Sicherheit.
eines Abends Gott anrief, erschien ein himmlischer Bote. Dass Gott eine Arbeit für mich habe. Er erzählte von einem alten Bericht, der die Fülle des Evangeliums enthalte. Zur bestimmten Zeit sollte der Bericht übersetzt und als das Buch Mormon veröffentlicht werden. Bis dahin sollte ich abwarten und mich vorbereiten. Eine Art Verstopfung. Wie kann man das behandeln? Es tut mir leid, aber ich habe alles getan, was mir möglich ist. Hiram, du bist jetzt der Älteste. Ihr beiden... Kümmert euch um Mutter und Vater und umeinander. Joseph. Tu alles, was du kannst, um den Bericht zu bekommen. Alles. Mühsal auferlegt. Denn Staub sind wir. Und Staub müssen wir werden. Vielleicht will Gott dich warnen, Joseph. Alvin ist verloren. Aber für dich gibt es noch Hoffnung. Vergiss diese Torheiten besser. Denk drüber nach. Und so machte ich mir viele Gedanken. Warum werden wir geboren? Damit wir leben, sterben und dann nicht weiter existieren? Es schien, als werde Gott gewiss mehr dazu offenbaren. Im See wimmelt es nur so von Fischen, Emma. Du wirst auch nicht jünger. Mutter, wenn ich mir einen Mann angeln wollte, dann bestimmt nicht im seichten Bass. Ein paar Geschichten gehört. Gerüchte. Und
euch aus. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, so bitte er Gott. Das habe ich getan. Ich habe viel über das nachgedacht, was du gesagt hast. Und? Ich glaube dir. Emmas Eltern waren nicht einverstanden, aber wir heirateten im folgenden Jahr. Unseren ersten Sohn nannten wir Elvin. Er lebte nur ein paar Stunden. Wir haben zusammen recht viel Kummer erlebt. Der Tod nahm uns noch 4 weitere Kinder. Der Herr beruft uns in unserer Schwäche, aber er befähigt uns für sein Werk. Schließlich war es soweit, dass der Bericht übersetzt werden sollte. Alle Menschen müssen umkehren und sich in seinem Namen taufen lassen. Wie soll man sich taufen lassen? Ich weiß es nicht. Wir befragten den Herrn. Ein Bote vom Himmel kam in einer Lichtwolke herab. Johannes der Täufer legte uns die Hände auf und übertrug uns die Vollmacht zu taufen. Petrus, Jakobus und Johannes stellten die Schlüssel einer neuen Evangeliumszeit wieder her. Dann können die anderen gedruckt werden. Diese hier. Der Bericht wurde durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt und als Buch Mormon veröffentlicht. Es bezeugt aller Welt, dass Jesus der Messias ist. Bist du noch immer entschlossen, deine Kirche zu gründen, Joseph Smith? Der Herr hat es mir geboten. Aber es ist nicht meine Kirche. Es ist seine. Es ist die Kirche Jesu Christi. Mr. Smith, verzeihen Sie bitte, aber können Sie mir mehr über dieses Buch erzählen? Ja. Ja, natürlich. Brüder und Schwestern, ich schlage vor, wenn alle einverstanden sind, dass wir nun offiziell eine Kirche gründen, gemäß den Geboten Gottes. Thank you.
glaube nicht an Ihre Lehren, Mr. Smith. Aber vielen Dank, dass Sie so freundlich waren. Genau darum geht es uns ja, Ma'am. Ich wurde noch nie geschlagen. Also entschuldige bitte schon jetzt, Bruder Joseph. Manchmal stellt der Herr uns auf eine niedrige Stufe, ehe er uns emporhebt. Hast du angefangen? Wenn man auf eine Leiter steigt, fängt man ganz unten an und klettert Stufe um Stufe empor, bis man oben ankommt. So ist es auch bei den Grundsätzen der Errettung. Diese Mormonen reisen noch die ganze Gegend an sich. Können Sie sich vorstellen, die Sachen zu packen und alles zurückzulassen, nur weil ein sogenannter Prophet das sagt? Man sagt, sie beten Joseph Smith an. Das lässt sich ganz einfach klären. Joseph? Ja, Mutter? Meine neue Freundin hier hat eine Frage. Wir beten nur Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus an. Und all diese Offenbarungen? So erfahren wir den Willen Gottes. Was macht Sie so sicher, Mr. Smith, dass Gott etwas an uns liegt? Er liebt uns. Sie können das spüren. Aber zuerst müssen Sie ihm vertrauen. Wir reden von Christus. Wir freuen uns über Christus. Wir predigen und prophezeien von Christus, damit unsere Kinder wissen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Es wird immer jemanden geben, der gegen uns ist. Wie viel müssen wir denn noch ertragen? Vielleicht muss ich im Tiefen schwimmen. Lieber im Tiefen als im Seichten. Betet von ganzem Herzen zum Vater, dass ihr mit seiner Liebe erfüllt werdet. Gott hat den Geist der Prophezeiung und Offenbarung wieder zur Erde gesandt. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist. Er lädt alle ein, umzukehren und ihm zu folgen. Er nimmt unser Leid auf sich. Er trägt unsere Last. Los, Jungs! Wer ist denn dieser alte Mann? Wir können diesen alten Kerl schlagen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Morgen, Brigham. Alle, Joseph. Los, Jungs! Beeilt euch, Jungs! Entschuldigung. Bruder Joseph! Sam, komm! Na los, auf meinen Rücken! Na los!
Wir können noch gewinnen. Wir können noch gewinnen. Beeilt euch, Jungs. Wir sind euch nicht auf den Nerven. Also, Brüder. Ich habe gerade einen Neuankömmling getroffen. Er hat viel dafür geopfert, hier zu sein. Seine Frau ist tot und er hat 3 kleine Kinder. Sie haben keine Bleibe. Lyman, kannst du mit einem Hammer umgehen? Bruder Joseph, mir fehlen die Worte. Sag ihr, was du empfindest. Sie will zuhören. Nein, nein. Ich wollte dir danken. Papa mag dich. Emma? Also wieder auf dem Boden. Sie haben nirgends einen Platz zum Schlafen. Wir sind fertig mit Ihrem Haus. Passt. Nur das Dach fehlt noch. Und ein paar Wände. Emma? Mhm. Der Herr hat uns geboten, einen Tempel zu bauen. Und wie? Ich weiß nur, dass wir es tun sollen. Und wie lange hast du für 2 Wände gebraucht? Arbeitet fleißig weiter, Brüder. Du hast ein gutes Herz, Lyman. Ich hoffe, du hast auch gute Augen. Ich bin nur ein einfacher Mann. Der Herr beruft einfache Menschen. Aber wie kann er jemanden wie mich zum Apostel berufen? Du wurdest darauf vorbereitet, Britton. Der Herr nimmt Rohmaterial, formt es und verleiht ihm Schliff. Der Herr hat Großes mit dir vor, Brigham. Mehr als du je zu träumen wagtest. Hierher, das müsste halten. Ja, hier. Gut. Brigham Young, im Namen Jesu Christi legen wir dir unsere Hände auf. Das Allerbeste. Wir bauen hier nicht nur einen Tempel. Der Herr baut auch an uns. Der Herr formt uns auf wundersame Weise. Er hat alle Wahrheiten, Grundsätze und Lehren offenbart, die für das Leben und die Errettung wichtig sind. Gott ist der Vater unseres Geistes. Jesus Christus ist sein Sohn. Es ist ihr Werk und ihre Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Die Prophezeiung ging in Erfüllung. Der Herr kam zu seinem Tempel. Siehe, ich habe dieses Haus angenommen. Weitere Boten kamen vom Himmel. Mose, Elias. Und Elia. Der Herr offenbarte, dass alle, die gestorben sind, ohne von diesem Evangelium zu wissen, die es aber angenommen hätten, Erben des Reiches Gottes sein werden. Denn er, der Herr, wird alle Menschen richten, gemäß den Wünschen ihres Herzens. Werden Erben des Reiches Gottes sein. Ich denke, Mutter hätte daran geglaubt. Wenn wir etwas wirklich Gutes zu Wege bringen, löst das den stärksten Widerstand aus. Sogar Oliver hat sich gegen ihn gestellt.
so wie viele andere. Der Stolz zerstört ihren Glauben. Ist das auch bei dir so? Er verlangt zu viel von uns. Es ist Zeit, dass wir diese Mormonen endgültig loswerden. Und wenn wir dazu Joe Smith umbringen müssen, umso besser. Wie können wir das zurücklassen, Joseph? Es ist gefährlich zu bleiben. Wird es denn in Missouri besser sein? Du hast uns nach Ohio geschickt. Wir haben alles dafür aufgegeben. Du hast gesagt, baut einen Tempel. Wir mussten ihn zurücklassen. Was sollen wir denn noch tun, hä? Es kommt nur darauf an, was der Herr will. Wir müssen ihm vertrauen. Und wenn der Glaube nicht reicht? Was dann? Missouri erwies sich als Feuerprobe. Intoleranz und Missverständnisse nahmen zu. Es kursierten Gerüchte und Verleumdungen. In all diesem Aufruhr verfügte der Gouverneur unsere Vertreibung aus dem Bundesstaat. General Lucas? Man sagte, Sie wollen mit mir reden. Hier sind Ihre Gefangenen, General. Wie vereinbart. Wir sind nur gekommen, weil wir Ihr Ehrenwort hatten. Nun, Sir, da waren Sie falsch informiert. Bringen General Donovan und seine Leute diese Männer auf den Marktplatz in Far West und werden sie erschießen. Das ist kaltblütiger Mord. Diese Männer sind unschuldig. Ich verweigere Ihren Befehl. Und falls Sie sie hinrichten lassen sollten, bringe ich sie vor ein irdisches Gericht, so wahr mir Gott helfe, Sir. Ich wusste, dass es eine Falle war. Du wusstest es? Und du hast ihn nicht gewarnt? Prophezei es mit
Gib uns eine deiner Offenbarungen. Sag uns, Joe, welches Mormonenhaus geht heute in Flammen auf? Der Herr lädt alle ein, umzukehren und zu ihm zu kommen. Hey, hast du schon mal einen Mormon umgebracht? Zwei, vielleicht drei. Die kleineren zählen natürlich nicht mit. Stimmt, die geben aber gute T-Scheiben ab. Diese Männer sind abgestumpft, Joseph. Aus Nissen werden Läuse. Hier wird niemand auf dich hören. Hey, kennt ihr diesen Schmied da draußen in Far West? Der sagte, er kriegt noch Geld von mir. Na, etwas bekommen hat er. Ein Besuch. Wir haben ihn fast zu Tode geprügelt. Ihr hättet mal sein Gesicht sehen sollen, als sein Haus in Flammen aufging. Ja, seine Kinder waren arm. Sie quiekten wie die Schweine. Seine Frau, sie hat ein Theater gemacht. Ruhe, Ruhe, ihr Teufel aus der Hölle! Im Namen Jesu Christi weise ich euch zurecht und gebiete euch endlich still zu sein. Ich will keine Minute länger leben und solche Worte ertragen. Hört auf damit, sonst fallt ihr oder ich auf der Stelle tot um. Der Wert jeder Seele ist groß in den Augen Gottes. Hältst du deine sogenannten Offenbarungen nicht für dich? Jemanden mitgebracht. Wir haben einen prächtigen Sohn. Immer nur einen. Oh Gott, wo bist du?
Wie lange wird deine Hand sich zurückhalten und dein Auge das Unrecht ansehen, das deinem Volk widerfährt? So etwas wie Visionen und Offenbarungen gibt es nicht. Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich erhöhen. Wie harrt man gut aus? Wir vertrauen auf Gott, Lyman, und machen weiter. Schließlich wurden wir freigelassen und fanden Zuflucht in Illinois. Wir hatten nicht vergebens gelitten. Unser Herz war noch empfindsamer geworden. Heißt auf Hebräisch schöner Ort. Und was heißt Sumpf auf Hebräisch? Im ersten Sommer dort waren Hunderte krank. Sie hatten Schüttelfrost und Fieber. Viele von uns starben. Hier, Schwestern. Ich helfe euch. Der Herr hat uns hierher geführt. Wir dürfen den Glauben nicht verlieren. Gibt es nicht schon genug Gräber in Missouri? Glaubst du, dass Jesus der Messias ist? Ich weiß nicht, was. Mit der Vollmacht seines heiligen Priestertums und im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, sei gesund. Danke dir. Danke Gott.
Mein Stolz hat mich zu Fall gebracht. Jetzt kann der Herr dich aufrichten. Ach, du spielst Dudelsack. Bruder Joseph, bitte bestärke ihn nicht darin. Der Aufbau Zions verändert die Welt und macht die Erlösung der ganzen Menschheit möglich. Brüder, wenn ein Mann von der Liebe Gottes erfüllt ist, ist er nicht damit zufrieden, nur seine Familie zu segnen. Er möchte die ganze Menschheit segnen. Das erwartet der Herr von euch. In alter Zeit sprach Gott zu Propheten, die wiederum allen, die zuhören wollten, Gottes Wort kundtaten. Gott hat erneut zu seinen Propheten gesprochen, die uns sein Wort kundtun. Im Buch Amos lesen wir, dass das zum Plan Gottes gehört. Wir müssen jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk dieses Evangelium verkündigen. Morgen, Bruder. Wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz, fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen... Es gibt viele auf Erden, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist. Der Herr hat ein weiteres Zeugnis für die Göttlichkeit Jesu Christi hervorgebracht. Gottes Wahrheit wird kühn, erhaben und unabhängig voranschreiten, bis sie in jedem Ohr erklungen ist. Und die Absichten Gottes verwirklicht sind. Gott möchte alle seine Kinder segnen. Wir sind fast 900 Meilen gegangen, um hierher zu gelangen. Gott segne dich, Jane Manning. Ach, das hat er schon. Das hat er schon. Bruder Joseph? Jesse. Auf ein Wort? Sicher? Ich dachte... Ja? Die Leute sehen alles, was du tust. Ich frage mich, ob ein Mann in deiner Position solche niederen Arbeiten verrichten sollte. Nun, wenn es im Haus niedere Arbeiten zu tun gibt... Wer könnte diese dann besser erledigen als der Hausherr? Naja, meine Frau übernimmt sowas bei uns zu Hause. Vielleicht sollte sie einmal mit Schwester Emma sprechen. Wie lange bist du schon verheiratet? 3 Jahre nächsten Monat. So lange? Mhm. Darf ich dir einen Rat geben? Ja. Der Herr hat vorgesehen, dass die Ehe noch viel länger besteht. Sogar für immer. Nun, wenn ein Mann seiner Frau... ihr nicht helfen und sie nicht ehren will. Warum sollte sie später bei ihm sein wollen? Lass dir das durch den Kopf gehen. Dein Glück hängt davon ab, Bruder. Fang noch einmal an. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Nicht zwei, laut zwei, mitzählen. Zwei, Gott möchte, dass wir glücklich sind. Bring dich lieber in Position, Hiram. Ich glaube nicht, dass du es so weit schaffst. Hallo. Es ist so schön, dich zu sehen. Jede Segnung, die wir erhalten, beruht auf Gehorsam. Jesse? Ist er ein sehr kluger Mann.
Warum? Warum konntest du unseren Sohn nicht heilen, Joseph? Ich kann nur Gottes Willen tun. Fragst du dich manchmal, ob er zu viel fordert? Das gestatte ich mir nicht. Ich manchmal schon. Will Gott mir denn alles nehmen, was mir lieb ist? Nur ein wenig schwach. Das ist alles. Du hast unser Leben lang auf uns aufgepasst, Vater. Dazu sind Väter da. Jetzt passen wir auf dich auf. Joseph, werde ich Elvin wiedersehen? Ja. Du wirst Elvin wiedersehen und bei ihm sein. Du wirst für immer sein Vater sein. Und er für immer dein Sohn. Der Herr hat offenbart, dass er das so möchte. Wir können für immer mit unseren Lieben zusammen sein. Wir alle werden Elvin einst wiedersehen. Ich habe vielen Menschen meine Liebe geschenkt. Ihnen will ich mich treu erweisen. Wir würden uns nicht wundern, vom gewaltsamen Tod Joseph Smith zu hören. Das ist keine Nachricht, das ist eine Drohung. Es ist genauso schön, wie alle sagen. Ja, in der Tat. Der Herr hält für uns alle große Segnung bereit. Krönenden Verordnungen der Rettung kundtun. Du wirst deine Kinder wieder haben. All unsere Verluste werden ausgeglichen, wenn wir treu sind. Vater, all unsere Verluste werden ausgeglichen, wenn wir treu sind. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Du kannst das. Ich war nie Sklave, aber Anthony schon. Er musste 12 Jahre jeden müden Cent zusammenkratzen, um sich freizukaufen. Jetzt will er seinen Sohn freikaufen. Er wusste nicht, dass er ein Gesetz bricht. Bruder Joseph, bitte. Der Sheriff wird auf dich hören. Gesetze bieten uns Schutz. Wenn man wirklich frei sein will, muss man bereit sein, sie auch zu halten. Verstehst du, Anthony? Du musst die Geldbuße zahlen. Ich habe die Strafe gezahlt, wie du gesagt hast. Es war genau richtig. Anthony, das hier ist eins von Emmas Lieblingspferden. Jetzt gehört es dir. Verkauf das Pferd und kaufe mit dem Geld deinen Sohn frei. Gott segne dich, mein Freund.
Tja, Jane. Wir zwei haben jetzt ein Problem. Was denn? Wer von uns sagt es Emma? Ich nicht. Auf mein Haupt wurde jeder Schlüssel, jede Macht und jeder Grundsatz für das Leben und die Errettung gesiegelt. Und jetzt siegle ich sie auf dich. Hiram, was passiert wohl, wenn wir nach Carthage gehen? Was auch geschieht, Joseph. Der Herr will es so. Was wird geschehen, Joseph? Wir tun unser Bestes. Und machen weiter. Du kommst zurück. Joseph? Heute nicht. Er ist auf dem Weg nach Carthage. Zum Gericht. Sir! Ihre... Wir sind zu spät, Vater. Wir müssen ihn nicht sehen, um zu wissen, dass er ein Prophet ist. Thank you.
Was vernehmen wir in dem Evangelium, das wir empfangen haben? Wahrheit aus der Erde. Barmherzigkeit vom Himmel. Eine Stimme der Freude für die Lebenden und die Toten. Sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Das Evangelium Jesu Christi ist die Macht Gottes zur Errettung. Das Evangelium wurde durch den Propheten Joseph Smith vollständig wiederhergestellt. Joseph lebte und starb für die Wahrheit. Das Werk, das er in Gang gesetzt hat, breitet sich noch immer in aller Welt aus. Sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen?